Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Karriere. Ja, das letzte Spiel war ja sehr erfolgreich gegen den FC St. Gallen. Heute geht das nächste Spiel rein gegen den Aufsteiger aus Zürich, gegen den FC Zürich. Ich glaube, das ist eher ein Derby als gegen die Grasshoppers. Bin mir aber gerade nicht so sicher, aber ich glaube, der erste Rival ist eh der FC. Sind die Young Boys. So, wir haben eine Pressekonferenz, die wir auf jeden Fall noch machen müssen. Hör mal, die Schirmer müssen auch mal wieder treffen. Genau. Das ist ja die wichtige Nachricht bekommen, dass wir die zwar 14 Millionen für Lang bezahlt haben, aber dass sie dann doch einen Rückzieher gemacht haben. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass es genau das passiert ist, was ich eigentlich, wo ich zufrieden bin mit. Was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte echt Lang eigentlich nicht abgeben, weil sonst hätte ich nochmal einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten müssen. Ja, nächstes Spiel ist. Ah, scheiße. Bisschen zu lang. Ja, egal. Scheiß drauf. Muss man ja nicht alles mal in einem Rutsch machen. Gut, nächstes Spiel steht an. Wie gesagt, jetzt geht's gegen zu Hause wieder im St. Jakobs Park gegen. Ja, St. Jakob Park gegen den FC Zürich. In diesem Stadion war ich auch tatsächlich sogar schon mal. Im Februar war ich da beim Heimspiel gegen den FC Luzern. Und ja, war cool. Hat Bock gemacht auf jeden Fall. Ist mal was anderes, vor allen Dingen. Ja, Klischee und bla. Aber das Geile ist, es gibt ja meistens im Stadion nur so Bier, also Bier, klar, Wurst und Schnitzel und Frikadellchen oder so. Hier gibt es mal eiskalten Döner. Ich habe mir eiskalt damals einen Döner gegessen, tatsächlich im Stadion. Aber cool. Also war viel Verbock gemacht. Und nicht wegen dem Essen, sondern also, weil es einfach mal da eine andere Liga war, mal was anderes war. Und jetzt die erste Chance, aber der verzieht wieder mal. Ja, wie gesagt, heute sollte eigentlich hoffentlich mal wieder ein Stürmer sein Tor machen. Van Wolfsweg hat schon länger nicht mehr getroffen. Und auch Martinez hat nicht mehr getroffen. Lescano hat im letzten Spiel sehr viel Betrieb gemacht. Vielleicht. Wird er vielleicht ein neues Platzhalter? Mal gucken. Hat lang. Gut. Der fast bei West Ham gelandet wäre. Aber Verlust. In der Vorwärtsbewegung. Sagt ja keiner, dass es hier ein leichtes Spiel wird. Definitiv nicht. Ich glaube, das ist jetzt der erste gegen den fünften oder so. Sophie. Ah, voll schade. Oh, oh. Ball ist dahin, wo der nicht hingehört. Aber gut, gelöst nochmal. War gefährlich, die Situation. Aber nein, schade. El Younoussi. Ja, Basel probiert jetzt hier irgendwie nochmal. Wir spielen ein bisschen um den Strafraum rum. Steffen kann sich durchsetzen. Und der Ball kommt hinten auf den zweiten Pfosten. So wie sie es eigentlich sehr gerne spielen. Hat die Flanken lang zu ziehen. Dann hat der Torwart zwar Probleme. Hier in diesem Fall. Nichts. Schön gemacht. Seri. Ah, der war zu lang. Schade. Guter Ball von Seri D Richtung Steffen, aber der Ball ist abgefangen. Und das war auch zu offensichtlich, gerade dieser Versuch. Steffen, wird er die Variante wieder probieren? Nein, diesmal gibt es Ecke, absolut richtig. Und nein, Doppelchance Basel, aber wieder nicht. Das 1:0, ha, Fall. So. War ein Versuch wert, war mal gut geklärt. Sophie, der eigentlich der Sechser ist. Sophie, aber auch der kann diese Flanke auf den zweiten Pfosten bringen.
Schöne Chance, nächste Chance, Basel. Und wieder eine Chance. Also Basel macht hier richtig Party. Die machen hier richtig Betrieb. Die wollen hier irgendwie das 1-0 reinmachen. Am besten noch vor der Pause. Aber aufpassen, Zürich, die sind ebenfalls nicht ungefährlich. Die spielen hier auch mit. Aber diese verunglückte Flanke geht ins Tor aus. Schade, aber kriegen wir die nochmal? Nein. Ah, verdammt. Ja. Ah, warum geht der? Spielt er den nicht? Jetzt mal Elvio Nussi, mal die andere Seite, aber der kann das ja genauso! Wieder nicht! Das wählt der Keeper. Vanin zählt den Ball ganz, ganz sicher. Fängt diese Flanke wiederholt ab. Und Basel bleibt momentan auf diesem 0:0 sitzen. Und Pause. 0:0. Die Chancen waren da. Die Tore noch nicht. Wieder kein Stürmer-Tor. Weder von Wolfswinkel noch Martinez-Treffen bisher. Beide bleiben bei insgesamt 12 Saisontoren stehen. Gut, man hat ja zur Not noch Ionussi, der da auch ein Tor, der gegen St. Gallen traf. Hier traf jetzt ja noch keiner. Ja, gut gelöst. Probiert es jetzt vielleicht mal. Ah, schade, abgefangen. Der Ball in die Spitze vorne abgefangen. Und plötzlich dieser lange Ball hier. Und den lässt er stehen. Rodriguez. Sehr, sehr gut. Steffen. Vielleicht jetzt mal Ricky van Wolfswinkel. Der wird aber verfolgt hier vor dem... Stürmer und Sophie, und das dürfte eigentlich eine Ecke geben, die gibt es auch. Und irgendwas läuft der Schiedsrichter, der Stürmerfoul, okay, irgendwas. Oder hat er abseits gepfiffen? Ich weiß es gerade nicht. Also er hat auf jeden Fall den Angriff weggepfiffen. Das FC Basel. Ah Mann, diese Bälle kommen momentan nicht mehr wirklich an. Gut. Ah, und wieder nicht. Mann. Irgendwie geht der kein Ball momentan rein. Und auch diesen Ball holt sich der Keeper. Die 64. Minute. Der Ball könnte... ja, im Watzigrame landen. Okay, der war sehr lang und der Ball geht wieder in Richtung Stürmer zurück. Jetzt vielleicht mal. Jetzt vielleicht mal Martinez! Auch der geht vorbei. Ja, die haben momentan wirklich kein Selbstvertrauen. Ich wechsle jetzt wirklich ein, nochmal ein. Vielleicht geht es ja mit dem neuen Stürmer Dario Lescano, der jetzt, der ja aus Ingolstadt kam für 6 Millionen oder 5 Millionen. Jetzt probiert das nochmal mit der neuen Spitze. Vielleicht kann der nochmal was Betrieb machen. Ein paar Mal hat er seine Ansätze jetzt zeigen können. Vielleicht klappt bei ihm ja irgendwas. No! Und da ist er schon, Lescano. Erster Versuch von ihm. Und der Ball geht auch knapp vorbei. Also irgendwie geht momentan gar nichts rein beim FC Basel. Kein Torschuss bisher, landet im Netz.
wieder Zürich, aber gut aufgepasst von Eda Balanta. Ja, ein bisschen mit Glück kommt der Ball durch. Elyounoussi. 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 Und weggeblockt. Tor! Tor für Basel! Ich glaube, es war Lascano. Endlich trifft man wieder per Stürmertor. Dario Lascano, ja. Mit Glück, aber man führt. Yes! Ja, ein bisschen mit Glück dabei. Und der Ball geht immer in den Innenpfosten ins Tor. Warum auch nicht? Und jetzt wird auch Francisco Rodriguez noch kommen. Erstes Saisontor. Natürlich. Und jetzt kommt Francisco Rodriguez, der ehemalige Luzerner. So, plötzlich führt der FCB. Und man hat wieder ein Stürmertor geschossen. Rodriguez. Rodriguez. Ja, der war zu nah am Tor. Schade. Ich hoffe, dass das ein bisschen befreiender jetzt ist. Jetzt vielleicht mal. Ah, gute Idee. Und die nächste Chance wieder Francisco Rodriguez. Der Bruder übrigens von dem vom ehemaligen Wolfsburger und Schweizer Nationalspieler. Jetzt Milanesen. So, nächster Versuch. Ja, gute Idee. Taulan Jaka. Und man fasst mit dem 2:0 hier. Ah, und nein. Nicht das 2:0. Und man gewinnt auch dieses Spiel. Yes! Und den Stürmer trifft man wieder. Lescano eingewechselt. 3 Torschüsse, 1 Tor. Und ihr seht gerade wieder die Statistik. Keinen Schuss aus Tor. Das Ding geht dir sowas von verdient an den FC Basel. Im Parallelspiel gewann der FC Luzern gegen Lausanne. Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's ins Champions Cup Spiel Nummer 2 gegen den FC Porto. Vielleicht kann man da schon was gewinnen, vielleicht aber auch nicht. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play FIFA 18 Karriere. Ciao.